Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, meine lieben Freunde. Und ich bin nicht alleine, der liebe Faskard ist noch da. Guten Tag, Faskard. Der Faskard hat wieder gute Verbindungen und wird in Niederbach an der Nieder sein Dorf ausbauen. Laut neuen Erkenntnissen. Und nach einer gewissen Zeit, wenn er das Dorf fertig ausgebaut hat, stellt er es frei zur Verfügung, sodass, wenn ein Nächster irgendwann dazustoßen sollte, könnte er dieses Dorf benutzen als Bebauungspunkt. Oder es wird verwendet für geschichtliche Zwecke oder es wird verwendet für dieses und jenes. Das wird sich wahrscheinlich in der Geschichte herausstellen. Es ist fast wieder Nacht. Ich habe ein bisschen gechattet in der Zwischenzeit mit dem lieben Fasgard und habe mich hier ein bisschen umgeguckt, habe geguckt, ob die Ute im Stall ist. Und dazu komme ich jetzt. Dieses Bett ist mir nämlich fremd, oder ich weiß nicht, wer das hingetan hat. Es kann gut auch sein, dass das von lieben Enrico ist. Und dort hinten ist nämlich mein Standardbett. Das steht dann schon fast immer da. Denn hier ist der liebe Alexo im Stall. Nee, Alvexo von Fürstengraf, Fürstensgraf. Genau, hier ist Friedrich und hier ist Melvin und das ist der Stefan Packesel Rute. Genau. Und da wird nämlich der Fastgott im Laufe der Zeit höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das noch schon hundertprozentig feststeht, aber laut Fastgotts Aussage wird es höchstwahrscheinlich so sein, mit so Max ziehen. Und da so ein bisschen mithelfen. Wir haben so ein bisschen Krust. Auch hier haben wir ein bisschen Krust im Inventar. So wie ihr seht. Hier ist eine Eisenhacke. Ja, wir haben Schilder dabei. Denn der liebe Enrico hat vor ein paar wenigen, vielen Tagen einen Vorschlag abgegeben, wie diese Kapelle heißen soll. So. Und weil ich da vorgegeben habe, die Kapelle zum. Und hier ist irgendwo ein Bett. Und wenn der Fastgott schläft, da schläft der Fastgott. Super. Klappt da perfekt. So. Kapelle zum Passken, oder? Zum Passken. Was war das noch? Warte mal. Passken Kelch? War das Kelch? Warte mal ganz kurz. Kurz das Internet öffnen. Kurz das Internet öffnen. Ihr seht wahrscheinlich jetzt kein Internet. Und es soll ja auch so sein, dass ihr kein Internet seht. Aber ich muss mal kurz hier in den Kommentaren nachgucken. Ist auch schon ein bisschen her. Wir haben heute den 22. September. Ich nehme das hier ganz frisch auf. Suche, 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 suche. Suche, 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 suche. Oder ich kann hier oben ja in den Kommentaren suchen nach Pasken. Genau. Genau. Zum Paskenkelch. Kelch. Kapelle zum Paskenkelch heißt diese Kapelle. So heißt diese Kapelle. Und dann mache ich das Internet auch wieder aus, weil es kann zu Bildstörungen führen. Bildstörungen. So. Genug der Rumfaxerei.
Genau. Kapelle zum Paskenkelch. So schaut die jetzt aus. Hier müsste eine Tür sein, ne? Vollkommen korrekt. Diese Tür, da kommt man so rein, da kann man sich ja so hinsetzen und dann dem Prediger hier so zu schauen und zuhören, was er denn redet. Hier haben wir wahrscheinlich auch noch Krust drin. Ja, hier haben wir noch Krust drin. Wir haben noch ein Schwert mit Bann 4 Verbrennung, 2 Plünderung, 2. Nicht schlecht, ja, Specht. Haben wir noch was drin? Bisschen Kohle. Hier ist nichts drin. Hier haben wir ein Weizenfeld angelegt. Da steht die 220. Weiß nicht, ob mir das immer mal ändern tut. Aber ich kann es ja mal ändern. Die Steine sind ja dafür da, um geändert zu werden. Upsala, nein, nicht T, sondern hier diese Position. Zurzeit sind es so viel. Machen wir das nochmal so. Danke für 226 Abonnenten. Es wären so alle 2 Tage einer mehr. So im Durchschnitt. Letzte Woche waren so 4 Tage, wo an 4 Tagen einer hinzugekommen ist. Fand ich super. Habe ich mich sehr gefreut. Und der Fasker hat das Spiel verlassen. So. Können wir ja mal den Setzling hier reintun. Und das hier rein. Und die Tulpen hier rein. Die brauche ich hier noch später. Habe ich nämlich noch was vor. Hier sind auch noch ein paar solche. Und noch eine Margarite. Eine Pfingstrose. 5 Sternlauch. Die Federn kommen damit hin und die Blumen, die sind ja eh schon drin. Das Holz, da weiß ich nicht, ob ich das hier lagere oder unten im Lager. Ich tue es mal hier rein. Der Apfel kann mit unten ins Lager, den brauche ich zurzeit nicht. Und den Rest schaffen wir mal runter ins Lager. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber hier habe ich hier so Inseln hingemacht. Hier ist ein Feld entstanden. Ich glaube, hier oben auch. Hier oben? Ne, hier oben nicht. Aber hier. Ja. Schaut irgendwie lustig aus. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Guten Tag. Und der läuft immer noch seine Parolen hier. Ja, guten Tag. Hier oben waren die Äpfel da. 51 Stück. So, was wollten wir jetzt noch? Die Eier? Eier, Eier, Eier. Hier ist ja noch nichts drin. Habe ich hier irgendwo schon Eier zugeteilt? Hier eventuell. Nein. Weizen und Brot. Körner. Karotten. Kartoffeln. Hier eventuell. Diesen Setzlinge. Steine. Sonst was Diverses. Das sind auf jeden Fall die Federn. Da, hüp. Und da, der andere da. Eisen. Da rein. Haben wir ja noch nicht die Eier zugeteilt, sag mal. Guten Tag. Hafenbereich. Ist schon irgendwas drin? Nee, ne? Doch hier. Buchenfeder. Balsenboch. Okay. Ich glaube, das kommt hier hinten rein. Ja, was ist geschrieben? Handels. Gister Leerzeichen 06 Ort Berg Stetten. Ich weiß das ganz genau, weil ich das mit dem Name Ehrenfeld
Ingame-Name. Hab ich auch mal Zwerg Max. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Aber er hat hier ein Buch reingetan. Verzauberungsbuch Glück 3 gegen Schienen 2x64 und Schutz 3. Wenn er das möchte, dieses Verzauberungsbuch mit Glück 3, dann bekommt er das auch. Dann werden wir uns jetzt mal aufmachen. Eine Diamantenhacke. Hier haben wir auch noch was drin. Guck mal, die Sounds vor allen Dingen. Ganz neue Sounds. So, mir da Fackel. Die Fackeln will ich noch mitnehmen. Da sind noch Karten drin. Wir könnten auch mal wieder Kartografie anstellen. Pfeile sind ja drin. Okay, da werde ich hier oben eine neue Truhe für Eier. The Ring of Eier. Bam. So, gucken wir mal, ob wir hier. Das haben wir. Bam. So. Da gucken wir mal, ob wir. Ach ja, da waren wir ja, glaube ich, auch noch nicht, oder? Da wird das neu für euch. Das ist die alte Karte. Wir könnten auch mal neue Kartografie anstellen. Aber so großartig ist ja noch nichts hinzugekommen. Ne, lass mal's noch. Müssen wir hier oben den Strich noch wegnehmen. Weil hier. Hier ist schon mal. Moment mal, will der ein Buch mit Glück 3 haben und gibt uns dafür Schienen oder andersrum? Lass mir nicht leer laufen. Haben wir hier schon mal ein Stack Schienen und 40. Hier war auch noch einer drin. Da. Pack. Mehr Verzauberungsbücher drin? Ne, sind normale Bücher. Feuerschutz 3. Schlafen kann ich noch nicht. Wir holen erstmal das Buch, gehen schlafen im Lager. Übrigens sind das so geschrieben, es ist ein kleiner Bug von der Shader. Kleiner Bug vom Shader. Und die Rosemarie tut ja schon wieder rennen. Rosemarie. Ein rotes Kleid an. Schick mich mal schlafen. Schlafen. Schreibe ich immer mal. Nicht, dass der Fasker in der Mine ist. Kann ja möglich sein, muss aber nicht. Brennen. Genau, gebraut haben wir auch schon ein bisschen. Man sieht, dass hier das wieder leer ist. Das war mal voll. Wir hätten das Buch mitnehmen. Guck mal, jetzt läuft er hier auf dem Gang lang. Das ist aber besser als dort vorm Haupteingang, weil da kommen wir ja voll durcheinander. So, Handelsregister. Und ich glaube, ich werde diese Fenster zumachen. Da kommen Drohnen hin. Drohnen. La Drohe. Also nicht in Natura, sondern La Drohe. Ja, Truhe. Okay. Glück 3, Schutz 3. Vielleicht müssen wir die Bücher mal so aufbauen. Import, Export. Ja, auf der einen Seite Import, auf der anderen Seite Export. Vielleicht besser. Ja. Werde ich wahrscheinlich so ummodeln. Aber was ihr jetzt seht, das seht ihr in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao.